In der aktuellen Saison ist Rechtsverteidiger Rafinha für den Fußball-Bundesligisten Bayern München so wichtig, wie lange nicht mehr. Doch ob der Brasilianer auch nach dieser Spielzeit für die Münchner spielt, ist noch völlig offen. Wie Sport1 am Freitag berichtet, empfindet Rafinha das Vertragsangebot seines Clubs als nicht angemessen. Grundsätzlich akzeptiere der 32-Jährige die interne Regel des FCB, mit Spielern über 30 Jahre nur um ein Jahr zu verlängern, dennoch sehe er bei sich eine andere Situation als bei Arjen Robben, 34, und Frank Ribéry, 35. Deshalb bevorzugt Rafinha offenbar eine Verlängerung um 2 Jahre. Aber auch mit einem Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison würde sich der Edeljoker zufrieden geben. Es sieht gut aus, kommentierte der Routinier die aktuellen Verhandlungen. Sollten die Münchner den Forderungen nicht entgegenkommen, wäre Rafinha wohl bereit, ein langfristiges Angebot aus dem Ausland anzunehmen. Eine Rückkehr nach Brasilien hat er aber bereits ausgeschlossen, wie aus dem Bericht hervorgeht. Mit seinen starken Leistungen in den vergangenen Wochen dürfte Rafinha sehr wohl das Interesse einiger lukrativer Clubs geweckt haben, zumal er im Sommer ablösefrei zu haben ist. In den beiden Champions League-Partien gegen den FC Sevilla überzeugte der Verteidiger auf ganzer Linie. Ein weiterer Pluspunkt ist seine Flexibilität. Ohne großen Qualitätsverlust kann Rafinha beide Außenverteidigerpositionen bekleiden. Rafinha stellt keine Ansprüche damit, dass der 10-fache Nationalspieler im Team von Trainer Jupp Heynckes oft nur als Backup für David Alaba oder Joshua Kimmich eingesetzt wird, hat er kein Problem, wenn ich spiele, bin ich da. Egal, ob von Anfang an oder in der zweiten Halbzeit. Ich gebe immer alles. Das ist das Erfolgsgeheimnis, Ansprüche stelle er nicht. Wenn man das Vertrauen spürt, dann läuft alles gut, so der Champions-League-Sieger von 2013. Vielleicht bin ich nicht der Erste in den Medien oder in der Werbung, aber für meine Mannschaft und meinen Verein tue ich alles, erklärte Rafinha weiter. Ich bin topfit und warte immer auf meine Chance.